Jo, hallo Leute, hier sind wir wieder beim Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fire Emblem Warriors. Wir sind hier auf der History Map. Ja, wir sind diesmal mitten im Kampf. Ich habe gerade schon mal angefangen aufzunehmen und dann habe ich jetzt ja zweimal richtig scheiße verloren und es war einfach richtig kacke und ich habe mir gedacht, okay, komm, machst du die Folge nochmal neu. Ja, weil da war ich einfach überhaupt nicht mit zufrieden. Ich sage euch auch, warum ich verloren habe, das ist so dämlich, ne? Man muss hier wieder 1000 Gegner besiegen, damit die Verkäuferin kommt, also die Anna mit ihren Erinnerungen. Und ohne Scheiß, die war da, ich war ganz kurz, wirklich nur ganz kurz was kaufen. Es war so kurz einfach nur. Und in dem Augenblick kommt von oben der Herr Dioma, einer der Figuren hier runter, den wir besiegen müssen, der da oben in seinem Thron. Der kommt runter in unsere Basis und zerstört die Basis, während ich dahin laufe. Ich war schon in der Basis drin, ich habe praktisch schon gekämpft gegen ihn, angefangen zu kämpfen, hab schon 2-3 Hits gemacht und dann sagt er einfach nö, jetzt ist das vorbei, die Mission ist zu Ende, du warst so schlecht, du hast dein scheiß Dingens da nicht beschützt. Ich denk mir, ja, alles klar. Also das scheint eine Mission zu sein, die hier ein bisschen hartnäckig ist, weil sie einfach ja, ein bisschen streng ist. Und es nicht ganz so einfach ist, die gute Anna hier hervorzulocken, beziehungsweise sie hervorzulocken ist schon einfach, aber dann bei ihr auch was einzukaufen ist nicht ganz so einfach anscheinend, weil, ja, ne, bist aber nicht mein oder auch nicht. So, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Plan, wie wir es jetzt machen, sollte jetzt kein Problem sein. Ich muss halt nur ein bisschen, ich bin oft nicht ganz so vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, was die Mission angeht, weil ich, ja, ich liebe das Schnelle. Und ich habe letztens, das war interessant, ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, was die Berufswahl angeht, dass es zwei Typen von Menschen geben soll, die, ja, einmal die Leute, die ihre Motivation daraus ziehen, Neues zu machen, Neues zu schaffen, neue, zu neuen Stärken aufzubrechen, sozusagen, also neue Gefilde sich zu geben, so ein bisschen wie Elon Musk vielleicht, ja, der macht immer was Neues, der geht zu einer neuen Stärke und versucht da voranzukommen und das motiviert ihn. Und es gibt Leute, die so ein bisschen mehr aus der passiven Aktivität ihre Motivation ziehen und ihren Sinn. Also daraus, dass Dinge einfach so sind, wie sie sind und da auch das System einfach am Laufen gehalten wird. Und ich bin eher so der Typ und diese Leute, die eben dadurch motiviert werden, dass sie Neues erschaffen, dass sie weitergehen. Ja, die sind vor allem, zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch Schnelligkeit lieben in Dingen. Also schnell neue Sachen, dafür arbeiten sie nicht zu 100% präzise. Und ich bin eher einer der Leute, die vielleicht so ein bisschen die Schnelligkeit lieben. Das habe ich ja schon öfter gesagt in diesem Let's Play, dass ich gerade deswegen auch dieses Spiel so liebe. Und was habe ich denn jetzt gemacht? So, und ja, das ist hier eben, das wird mir, ja, des Öfteren mal, wird mir das zum Verhängnis. Denn ich sollte vielleicht mal ein bisschen präziser arbeiten bei diesen Aufgaben hier. So, Kollege hier, was machst du hier drin? Geh aus meiner verdammten fucking Basis raus, Alter. Ich hau dir deinen Basiswert gleich mal so gegen deine Basisbacke. Dann siehst du mal, wie Boris Becker sich gefühlt hat, als er einen scheiß Tennisball gegen seine Fracke bekommen hat. So, also wir sind jetzt hier heftig am Fighten. Und das wird sich jetzt auch nicht ändern. Wir haben nämlich jetzt hier gleich noch zwei super alte Freunde-Gegner. Die müssen wir gleich noch töten. Ja, was ich euch auch noch sagen wollte, ich habe noch knapp eine Woche Zeit vor meinem Japan-Aufenthalt und mega viel zu tun. Mega verschiedene Sachen zu tun, die Arbeit ruft, andere Verpflichtungen rufen noch. Und ja, das Problem ist, vielleicht habt ihr es auch gesehen, eine der Verpflichtungen, das kann ich schon mal sagen, zum jetzigen Zeitpunkt ist es eh schon alles fertig. Ich werde zum Webvideopreis gehen, also zum Webvideopreis zu den Leuten dort und werde dort mal ein kleines Interview machen. Keine Ahnung, ob das irgendwo kommt, wo das kommt, wann das kommt. Ich glaube, es wird auf Instagram kommen. Bin ich mir aber nicht zu 100% sicher. Vielleicht habt ihr das gesehen auf Instagram, falls es da kam. Vielleicht kommt es auch irgendwo anders, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, gibt es sehr, sehr viel zu tun noch vor meinem Japan-Aufenthalt. Und dieses Let's Play ist sehr, sehr aufwendig, zumindest so, wie ich das machen will. Weil ich möchte euch möglichst viel zeigen, möglichst alles zeigen. Und da kommt der Typ schon. So, ich habe im Übrigen der Grund, warum ich den, meine eine Einheit da, den Shion, warum ich ihn da oben hingestellt habe, ist der, dass gleich die Diebin dort, also ich nenne die mal Diebin, weil die sieht aus wie in den früheren Fire Emblems, wie so eine Diebin. Da ist natürlich keine Diebin, ja, weil die wird genau an der Stelle dort oben gleich auftauchen. Also da sind wir jetzt diesmal bei der... Oh mein Gott, der Damage, den ich kassiere, der gefällt mir überhaupt nicht. Das ist viel zu viel Damage.
Ob ich damit einen S-Rang bekomme, weiß ich nicht. Vor allem, warum sind die denn so stark? Das ist eine ganz andere Sache noch. Alter, was? So, warte mal. Jetzt ist die da oben. Wo ist sie denn? So, ich muss da unten rein. Der macht mir doch meinen Laden wieder kaputt. Joma, Alter. Nein, lass meinen Laden in Ruhe, Alter. Ich hau dich gleich weg. So, erstmal hier jetzt. So, und er von da oben. Er muss ganz schnell runter, denn ist mein stärkster Mann. Wenn er jetzt hier nicht runter geht, dann weiß ich auch nicht mehr. So. Den brauche ich nämlich auf jeden Fall. So, jetzt bin ich aber hier in meinem Zuhause drin. Wenn ich jetzt immer noch... Aber Deoma ist echt... Das ist mein Lieblingscharakter geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt kann ich ihn natürlich nicht spielen. Ich spiele ihn in letzter Zeit wirklich sehr oft. Jetzt geht es natürlich leider nicht. Aber ich mag ihn sehr, weil er sehr schnell ist. Da sind wir wieder bei der Schnelligkeit. Nee, er ist wirklich, glaube ich, einer der schnellsten Charaktere, die man hat hier in dem Spiel. Ja, komm jetzt. Ich brauche noch ungefähr 1400 Gegner. Das sollte eigentlich reichen für... Takumi hier, komm. So, machen wir noch eine Spezialattacke. Sollte reichen für einen S-Rang. Nur ich habe ziemlich viel Damage kassiert. Ob das reicht für einen S-Rang, das weiß ich nicht. Das wäre ärgerlich. Na gut, das mache ich dann nochmal offline. Da sind wir wieder beim Offline, ne? Das muss halt alles offline gemacht werden dann. Weil ich kann euch das nicht alles zeigen. Das ist mega langweilig für euch auch. Und es dauert teilweise halt auch echt lange. Aber ich werde es versuchen, so weit zu kommen wie möglich vor dem Urlaub. Wirklich. Es wird schwer. So. Konnichiwa, Kollegen. Konnichiwa, konnichiwa desne. Konnichiwa. So, jetzt zeige ich euch mal richtig, was hier abgeht. Der stärkste Mann ist an Bord. Und der haut jetzt ordentlich in die Pampa rein. So, wo haben wir denn hier alles überhaupt? So, erstmal wieder eine A-Attacke. Es ist jetzt auch aber scheiße gewesen, weil wir haben vier Charaktere gehabt, die richtig viel Leben haben hier, die richtig gut sind. Zwei haben wir jetzt, soweit ich das sehe, schon weg. So, Deoma ist der Wichtige, der weg muss. Aber er zieht mir einfach voll viel ab. Das geht ja einfach gar nicht klar, ey. Warum zieht er mir so viel ab? Und warum kann ich ihn überhaupt nicht hier kriegen jetzt so wirklich? Das ist einfach unfassbar. Level up? Ne, ich noch nicht, ne? So, und ich bin bald Level 99. Mir fehlen noch 9 Level. Habt ihr vielleicht eben gesehen. Da unten sieht man das ja immer. Warum ist der so stark, Alter? Guckt euch an, der ist einfach... Alter, mit dem möchte ich ja gar nicht kämpfen, Alter. Gegen den zu kämpfen ist ja die Hölle, Alter. Das ist ja mega scheiße, weil der lässt sich einfach nicht schlagen. Der lässt sich einfach nicht schlagen, der Kollege. Kann das denn sein? So, jetzt erstmal die weg. Ich hoffe, die gibt mir so eine rote Portion. Ne, eine blaue Portion. Ne, hat sie nicht gegeben, leider. Ja, guck mal, er schlägt immer rein. Das ist unfassbar. Wisst ihr, was wir brauchen? Ich glaube, wir brauchen sie. Oder muss man vielleicht gar nicht... Moment, muss man vielleicht gar nicht den... Moment. Ist der Deoma von so einem Fluch begleitet wieder? Weil hier gibt's... Ne? Ja, doch. Hier gab es so ein grünes. Das habe ich ja jetzt... Warum? Warum geht der wieder nach oben, der Lappen? Junge, du musst da unten sein. Der Deoma macht uns alles kaputt. Ich glaube, jetzt ist es... jetzt ist er einfacher. Kann das sein? Und jetzt haben wir auch noch die Hinoka. Die ist da jetzt auch noch, oder? Ja, jetzt geht's einfach. Okay. Ich verstehe, alles klar. Wir hätten erst oben reingemusst. Das ist aber eine schwierige Mission. Das ist aber echt schwierig. Das ist echt eine schwierige Mission, finde ich. Weil, weil man erst da oben rein muss, während er aber schon runterkommt und unsere Basis zerstört. Obwohl, jetzt hat er da wieder... Ja, das geht.
Ja, weil er will ja da unsere Basis zerstören. Und während er unsere Basis zerstören will, müssen wir erstmal irgendwie da oben rein. Und ja, da muss man seine Einheiten gut managen. Aber ich verstehe schon. So, aber das sollte, jetzt soll das gehen. Aber ich mache mir echt Sorgen um den S-Rang. S-Rang, ich glaube, warum sage ich den S-Rang? Ich glaube, den S-Rang werden wir nicht bekommen. Der wird uns das Vergnügen nicht geben. Und zwar nicht, weil wir zu wenig Gegner haben diesmal, sondern weil wir zu viel Damage kassiert haben. Ja. Okay, aber ich muss das ja eh nochmal machen hier, das Level, weil es gibt noch eine zweite Erinnerungsrolle, eine zweite Schriftrolle von der Anna. So, jetzt ist das hier erstmal weg. Das ist schon mal gut. So. Er ist schon mal weg. Nice! Mission Seiko des! Korega oretachi no chikarate yatsura! Das ist unsere Kraft! Okay, damit hätten wir das hier fertig. Habe noch Frühstück, meinen geilen Bananenshake. Ich mache mir einen Bananen-Bären-Shake mit Kokosöl, mit Leinsamen und Chiasamen. Schmeckt mega geil. Ah doch, S-Rang! 42% bekommen. Ja. Okay, damit hätten wir ein neues Master-Dingens wieder, Meistersiegel bekommen. Nice. Das ist auch nice, Kollege. Und so einen richtig heftigen Mantel. Und da, das Bild ist fast vervollständigt. Das wird, glaube ich, jetzt vervollständigt, weil... Okay, ich werde dir glauben. Er wird mit für uns kämpfen. Dankeschön. Okay. Das hätten wir. Jetzt fehlt nur noch er hier. Der gute Maxe. Ja, glaube ich, war es doch, ne? Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Machen heute mal kürzeren Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Table Tennis Gamer. Tschüss.